Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Onkel Nupsi. Und wir zocken heute wieder Sunkenland. Haha, Freunde, diesmal kann ich so sagen, was ist los, was ist geschehen. Wir haben heute Morgen doch Tatsache ein Update bekommen. Ja, Sunkenland hat ein Update bekommen. Und ich gebe euch hier mal einen groben Überblick für alle die, die noch unterwegs sind und das nicht live erleben können. Wir haben das neue Sturmgewehr 44 bekommen. Wir können jetzt Behälter beschriften und Tonnen. Wir haben eine halbe Leiter, nicht mehr dieses ellenlange Ding, sondern jetzt auch eine kurze Version. Unsere Händlerin hat jetzt mehr Sachen zum Verkauf. So, des Weiteren. Leicht verbessert die Benutzeroberfläche des Hauptmenüs des Spiels. Verringert die Geschwindigkeit der Haie. Das ist gut, dass die ein bisschen langsamer sind. Schnellere Heilung. Auch gut. Verringerte Schussgenauigkeit der KI im Wasser. Kleinere Anpassung am Spielbalancing. In Klammern Anforderungen für herstellbare Gegenstände und Waffenschäden. Verbesserte Animation für AK-47, M16 und M14. Der Cursor wird nicht eingeschränkt, wenn Sie sich auf einer Benutzeroberfläche befinden. Erhöhte Sichtbarkeit der Teammitgliedsnamen. Also wenn du im Team spielst, dass du die besser siehst. Hinzugefügt wurde die globale Benutzeroberfläche, wenn im Mehrspielermodus geschlafen wird. Sie können jetzt mit einem Klick 5 Holzbretter oder Schrottmittel zu den Regalen hinzufügen und entnehmen. Hinzugefügt Einstellung für die Loot-Nachrespawn-Zeit in der Welt. Die Standardmenge beim Aufteilen von Gegenständen beträgt jetzt 1. Hinzugefügt Bestätigungs-Benutzeroberfläche für den Einzelspielerschlaf. Treppen können jetzt an Fundamenten oder Böden ausgerichtet werden. Schön. Behoben Probleme im Zusammenhang mit Soundeffekten. Problem mit dem Spieler-Dummy-Geräusch erfordert RPCs zum Server, um das Geräusch zu ändern. Kenne ich nicht. Hinzugefügt Taste zum Ein- und Ausschalten des Scheinwerfers. Das ist schön. Regelmäßig L. Früher war es ja so, dass der eine angegangen ist, wenn du auf den drauf zugegangen bist. Oder wenn du in der Nähe bewahrst. Weiter. Anzeige der Ping-Nummer im Mehrspielermodus hinzugefügt. Verbesserte Geschwindigkeit beim Öffnen von Truhen im Koop. Hinzugefügt wurde physische Anzeige des Server-Region-Standorts. Hinzugefügt wurde weiterhin Fenster zur Anzeige der Servereinstellung beim Betreten eines Servers. Einstellungen für die Empfindlichkeit beim Ziehen nach unten. Das Spiel wird sich nun an ihrer letzten Welteinstellung wie das Passwort erinnern. Erhöhung der Anzahl der Schnellzugriffsschlitze um 2. Das ist schön, haben wir unten 8 Plätze. Verbesserte Erfahrung bei der Tastenbelegung und hinzugefügt Einstellung für die Geschwindigkeit der Beuteregeneration bei der Einstellung einer Welt. Aha! Ja, und dann haben wir noch 2 Seiten mit Fehlerbehebung. Also ihr seht, die haben da richtig reingehauen und haben auch, wie ich finde, ja, das ist schon ein toller Job, gerade dass das Gewicht auf die Fehlerbehebung liegt, finde ich schon ganz gut. Und uns dennoch mit ein bisschen neuen Contents, also mit ein paar Verbesserungen zu belohnen. Ja, ich finde es gelungen. Ja, und weil das alles so ein bisschen kurz ist,
dachte ich mir, ich hänge euch hier nochmal meinen letzten Angriff drin. Also der ist nämlich jetzt hier hochgekommen, als ich das Video gemacht habe. Da wurden wir nämlich auch angegriffen und den können wir uns noch schnell ankicken, wa? Also bis zum nächsten Mal. Sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi. Okay. Da schrillt unser Alarmanlage. Ich kriege ja nicht ausgeschaltet, was denn bitte? Mann, geh aus, du Scheißdreck. Halt. Ach. Bin total überrascht, dass der hier drinnen steht. Möchte mal wissen, wie der hier reingekommen ist. Na, da bin ich echt gespannt, wie die hier reingekommen sind. Was ist hier los?
Wer? Woher? Muss nach oben. Das ist ja nicht normal hier. Ja, und hinter mir die Tür nicht zugemacht, wa? Hahaha. Ihr erster Einsatz. Was ist denn jetzt hier? Ach! Ach nee. Tatsache, hier hinten durchgeglitscht. Oh, wo ist er? Wo ist dieser Bastard? Der ist bestimmt immer noch an meinem Boot. Ja. Junge, Junge.